Meine Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich zu der heutigen Veranstaltung begrüßen und darf mich ganz kurz vorstellen. Ich bin seit vielen Jahren in der Technologie unterwegs und eigentlich, so komisch es klingt, wie die Schweizer sagen, IoT, wer hat es erfunden? Wir haben es erfunden. Warum haben wir es erfunden? Weil ich bin Experimentalphysiker und wir haben vor viel mehreren Jahrzehnten bereits das gemacht, was heute sehr klein geworden ist, aber von der Idee her ziemlich ähnlich, nämlich Prozessrechentechnik, Steuerung im Experiment. Und das war eigentlich genau von der Denkweise in dieser Richtung, was wir heute unter IoT verstehen, nur das ganz etwas kleiner geworden. In der ganzen Geschichte, die hinter mir liegt, war immer Security ein wichtiges Thema. Und natürlich kam dann Cloud als ein innovatives Thema dazu, natürlich kam dann Big Data dazu und schau mal einer an, plötzlich kommt da ein Triumvirat heraus, das in Wahrheit genau das ist, wo wir uns konkret in diesem Jahr hinbewegen. Um das Ganze aber in die Zukunft zu treiben, gibt es ein Thema, woran die Leute noch nicht denken. Und da möchte ich das auch heute ein bisschen erwähnen, damit wir wissen, wo der Hase hinläuft, nämlich Business Continuity Management. Es wird alles sehr individuell, insel-like behandelt. Man betrachtet das eine Thema, das andere Thema und irgendwann soll es zusammenwachsen. Das ist gerade bei IoT ein Riesenproblem. Wir werden vielleicht nachher noch einiges darüber hören. Das ist eine echte Schwierigkeit. Bei dem Vortrag, den ich vorige Woche gehört habe von einem der Chefs von der FÖST, die dann da involviert sind, der ist Chef über 120 von 500 GmbHs. Und die muss er technologisch vernetzen. Und Sie können sich vorstellen, was das bedeutet. Jeder geht in die Richtung IoT, natürlich Steuerung von den einzelnen Walzbändern und was sie alles haben. Und das soll aber dann zusammen auch funktionieren. Das heißt, Business Continuity Management wird die Zukunft nach sich ziehen. Nun, ich beginne eine sehr einfache Folie zur Einleitung auch ein bisschen. Ich mache es abwechselnd, etwas locker und dann gehe ich ein bisschen in die Tiefe. Und Sie sehen, diese Slide sagt schon die Zukunft ein bisschen voraus. Darf ich eine Firewall für einen Toaster empfehlen? In der Folie ist schon das große Problem angeschnitten. IoT ist zu klein für sowas. Sie können kein Checkpoint auf ein Device installieren, lokal. Das muss anders gelöst werden. Also, aber so schön die Folie ist und so nett sie ist, zeigt sich schon die Probleme in der ersten Folie auf. Und das ist das, wo IoT in Zukunft sehr, sehr kämpfen wird, nämlich diese drei Begriffe, Big Data, Security und Cloud. Und wenn man das einzeln betrachtet, ist das zu schwach. Ich nenne es die Quadratur des Kreises und das ist genau die Schwierigkeit, wo wir hinarbeiten müssen. Alle Stakeholder zusammen. Was kommt auf uns zu? Im Prinzip diese Begriffe und jetzt kommen da unten schon die Geschichten Industrie 4.0. In Wahrheit habe ich eine Definition vor kurzem gehört, wir sind schon bei Industrie 5.0. Das ist nichts anderes als die Behebung der Fehler von Industrie 4.0. Das heißt, in dem Bereich bewegen wir uns. Komme ich ein bisschen nachher darauf zurück. In Wahrheit sollte man das eigentlich Smart Factoring nennen, ist etwas feiner. Wir wollen nicht alles nachahmen, was uns die Deutschen vorgeben. Von denen stammt der Begriff. Und da ganz klein, aber ganz groß in der Bedeutung, kommt später noch einmal kurz die Datenschutzgrundverordnung. Es kommt der 25. Mai 2018. Und da stehen viele Dinge drinnen, die auch IoT betreffen. Big Data. Wem gehören die Daten? Personenbezogene Daten, Security, Punkt, Punkt, Punkt. Wann darf ich Daten sammeln? Steht auch drinnen in der Grundverordnung, dass ich da nicht beliebig sammeln kann, was daherkommt. Das wissen die wenigsten. Und viele machen das so. Die sammeln halt einmal und hoffen, dass das später mal vielleicht, wenn sie es brauchen, vorhanden ist. Und das wird alles noch Probleme nach sich ziehen, die wir noch gar nicht kennen. Warum haben wir überhaupt Probleme? Ich nenne das Klondike. Klondike-Theorem, denn dort in der alten Goldgräberzeit ist genau das gewesen, wo wir jetzt uns bewegen mit IoT. Jeder versucht seinen Claim abzustecken. Wenn Sie einem Startup sagen, du musst einmal, bevor du anfängst, dein Device secure designen, sagt er, was willst? Ich muss Geld verdienen. Und das Startup, das das macht, wird wahrscheinlich auf der Strecke bleiben. Und das ist genau das Problem, was wir haben, wenn ohne Regulative es so weitergeht, haben wir nicht jetzt 20 Milliarden, sondern in 5 Jahren, manche sagen schon 50 Milliarden, nicht mehr 40, Devices, die auf der Welt herumliegen und unsecure sind. Und das sind alle ziemlich nervös, auch die größeren Konzerne. Wir am Schluss einiges zeigen, was da schon im Laufen ist, um das zu beheben.
Das Thema, wen betrifft es? Alle. Und einen Begriff einmal in den Raum zu stellen, sensible Systeme. Naja, ganz klar, Energieversorgung. Und damit einen ganzen Rattenschwanz hinten nach. Ich weiß nicht, wer sich von Ihnen schon auseinandergesetzt hat mit diesem Thema. Wie lang kann jemand einen Breakout durchstehen? Das ist eine Frage, die geht von einigen Stunden, wenn einer ganz gut zu Hause ausgerüstet ist, bis zu einer Woche, aber das glaube ich nicht so richtig. Weil dann vergisst er ganz, dass die Tiefkühlware genauso kaputt geht wie die Heizung, die nicht funktioniert. Also all diese Dinge sind wirklich sehr interessant. Bei einer Besprechung der Gemeinde Wien ging es auch um die Geschichte. Hat eine MAX, ich weiß nicht, welche Emma das war, festgestellt, ich bin für Wasserversorgung zuständig, wir fallen mit freiem Gefälle. 80%. 20% der Wiener kriegen kein Wasser. Naja, sind immerhin 20%. Also diese, auch wenn der Strom ausfällt, weil dort die können also müssen also Pumpsysteme einschalten. Transport, die ganze Logistik. Also mehr wollen wir nicht, ich mache nur das Anreißen des Themas, damit wir vielleicht nachher auch wieder diskutieren können. Finanzwesen, ganz klar. Nahversorger sowieso, wenn die nicht mehr funktionieren. Und die Nahversorgung geht ja bis in den Bereich, Sie kennen die Ansätze schon, dass man die Robbys herumlaufen lässt, die dann die Zustellung besorgen, die müssen nicht in der Luft herumfliegen, was in Amerika schon machen, nur bei uns sind sie ein bisschen hektisch mit den Fliegern. Aber im Prinzip, die Drohnen sind auch eine Zukunft. Ich habe vor kurzem jetzt gehört, in Deutschland ist eine super Idee, die versorgen die Nordseeinseln mit Drohnen, die Post. Na super, perfekt, das fliegt bei jedem Wetter, das Ding. Also da brauchen sie kein Schiff, wenn es abstürzt, dann ist das, die Drohne weg mit ein bisschen Post. Aber im Prinzip, überall werden diese Technologien eingesetzt. Dann kommen natürlich die Sprachsysteme, die ganze Kommunikation, vor allem also GSM. Wir haben den Fall gehabt, wo ein DDoS-Angriff auf einen Nebenserver war und A1 ist gestanden. Das hängt zusammen heutzutage alles. Also ein Angriff auf ein sensibles System mit IoT-Umfeld macht ein Problem. Gleichzeitig, das ist wahrscheinlich nur einen Satz dazu, könnte hier ein Ansatz kommen mit der 5G-Geschichte, dass man da wieder etwas mehr Möglichkeit mit IoT hat. Aber das ist ein eigenes Kapitel in dem Bereich. Dann natürlich Datenkommunikation selbst, die angegriffen werden kann von außen, da zeige ich dann ein Beispiel, und natürlich das allgemeine Thema der Produktion. Gut, das haben wir die Einleitung. Jetzt, was ist eigentlich ein IoT-Device? Um es auf den Punkt zu bringen, 4 Elemente braucht es. Das eine Element ist ein Aktor, ich tue was. Ursache, ein Sensor, ich messe etwas. Das Ganze muss irgendwie verarbeitet werden und per Netz vermittelt werden. Also in einem Punkt zusammengebracht, das ist IoT. In allen möglichen unterschiedlichen Bereichen. Und da kann man sich jetzt vorstellen, das ist eben der Unterschied zu früher, dass gerade im Sensorbereich und Aktorbereich unwahrscheinliche technologische Sprünge existieren. Was da alles möglich ist und wird. Im Positiven, aber auch in der Komplexität dann negativ betrachtet. Und da möchte ich nur ein Wort sagen, das Sie vielleicht auch schon kennen. Eines der größten Marktsegmente der Zukunft, AAL. Ambient Assisted Living. Erstens einmal, Alterspyramide, große Zielgruppe. Die meisten der nächsten Pensionisten werden mehr Zeit in der Pension sein, als im Job. Übrigens, einer hat einmal gesagt, Pension ist der einzige Job, den man nie verliert. Das war ein tiefschürfender Witz. Aber auf alle Fälle, AAL ist ein wesentlicher Zielgruppe in dem Bereich, von der Technologie her, natürlich positiv. Da kann zu Hause mehr machen mit der Unterstützung der Technologie. Auch mit den Risiken der Fehlfunktion. Auf das werden wir vielleicht auch nur kurz kommen. IoT hat einen ganz einen wesentlichen Faktor, er darf nicht kaputt gehen, er muss funktionieren. Die Verfügbarkeit muss da sein. Denn wenn der Herzschrittmacher intelligent genug ist und irgendein Device hat eine Steuerstrahlung und das Ding klappert, haben wir ein Problem. Also diese ganze Technologie mit Strahlungs- und Nebeneffekten und Quereffekten, da beschäftigt sich ein eigenes Institut in Graz sehr intensiv damit. Aber vielleicht hören wir da später noch mehr. Ich habe da nur noch ein paar Zitate später. Damit wir das Ganze auch einmal definiert. Und ein Thema von heute ist ja auch Standard und Normen, da komme ich dann später genauer dazu. Das sind schon Begriffe aus Standardisierungssystemen. Das heißt also, was ist ein Ding? Irgendeine physikalische Einheit, die irgendwo interessiert ist, an einem IoT-System teilzunehmen. Also eigentlich alles. Und das ist auch so ein Punkt, IoT ist eigentlich nicht mehr IoT, Internet of Things,
sondern das hat Cisco vor langer Zeit schon definiert, ist Internet of Everything, eigentlich. Was steckt hinter dem Begriff dahinter? Sensor beobachtet und misst irgendwelche physikalische Einheiten und Werte. Das ist ganz wichtig. Und der Service, das ist dann wichtig damit, was geschieht mit den Dingen. Ja, und damit kommen wir sofort zu einer weiteren Definition. Eigentlich ist ein Cyber Physical System, komme ich gleich in der Definition, ein Zusammenschluss in der realen Welt mit Realzeitverhalten. Das heißt, wenn ich das Ganze in die Realzeit bringe, kommt es in diese Richtung. Ein paar Zahlen nur dazu. Mit der Cloud werden wir arbeiten in der Richtung in vielen Bereichen aus leistungstechnischen Gründen. Die eins wird sehr viel in dem Bereich sein. Big Data, da unten nur ein paar Zahlen zu den Stücken, die wir an IP-Adressen, also verfügbaren Elementen in IoT haben. Und da sieht man so, wo es hinläuft. Die Geschichte Cyber Physical Systems ist also eigentlich nichts anderes als ein Real-Time-IoT, um es einfach zu erklären. Darum geht es und das ist wichtig, das Realzeitverhalten. So, jetzt kommen wir von ganz einem anderen Bereich. Was kommt noch auf uns zu, unerwarteterweise? Der Versicherungsmarkt wird 42 Milliarden Dollar bis 2022 umsetzen. Denke ich mal, wie kommen die auf die Idee? Na, ganz einfach. Die Zielgruppe, Versicherungen, werden sehr viel IoTs einsetzen für sich selbst. Klingt fantastisch, weil wenn ich sowas zum Beispiel ins Auto reinstecke, habe ich einen Notknopf, wenn ein Unfall ist, herrlich, wunderbar. Gleichzeitig weiß der aber genau, wie ich fahre. Der kennt mein Fahrverhalten. Ganz ein wichtiger Punkt. Zweites Beispiel in dieser Richtung, genau dasselbe, nämlich das Smart Metering. Auch das hat natürlich schöne Vorteile, wobei mir vor kurzem hat jemand erzählt, dass es eigentlich totale Kutzpe ist und ein Fake ist, wenn man sagt, dass man in Wirklichkeit Strom spart. Denn das Ganze muss auch betrieben werden und so weiter und so weiter. Also das heißt, von Stromersparnis ist nicht wirklich viel zu finden in dieser Welt. Wesentlich ist, Sie können natürlich viele Informationen herausziehen, bis zum Ein-Ausschalten der Systeme. Also das sind natürlich die Geschichten dahinter, wo man aufpassen muss auf Datenschutz und Datensicherheit. Und da habe ich auch ein Zitat noch unten drunter von der E-Control, dass die auch sich damit beschäftigen, wenn natürlich einer Bedenken hat, über so ein System nachzudenken. Und jetzt kommt die interessante Folie, die uns gesellschaftlich sehr stark trifft. Nämlich diese ganze Geschichte von zusammenhängenden Netzsystemen bedeutet, dass der Konsument plötzlich auch Produzent wird in vielen Bereichen. Nehmen wir zum Beispiel ein Solarzellenumhängen, speist Strom ein, nur das kleine Beispiel von Strom herauszunehmen. Ich werde auch Datenproduzent für jemanden. Und da gibt es einen neuen Begriff, und der wurde in der Smart Grids Austria auch so definiert, das sind die Prosumer. Also den Begriff habe ich noch nicht lange gekannt, also jetzt kennen Sie ihn auch, Prosumer. Das sind also die, die zwar Daten, Dienste und Services konsumieren, aber auch sehr viele Daten rückliefern. Schlagwort Big Data. Das sind die Prosumer der Zukunft. Ja, und damit sind wir natürlich in dem Bereich, dass hier sehr viele Systeme zusammengeschlossen werden. Und natürlich ist es so, kommen Sie ins Risikofaktor hinein. Normalerweise in der heutigen Zeit wird versucht, etwas zu stehlen. Hacker stehlen etwas, versuchen einzubrechen. Bei der IoT-Welt sind Sie jetzt im Augenblick dort aktiv, wo Sie destruktiv sind und nicht einbrechen. Sie blockieren Systeme durch DDoS-Attacken und erpressen. Aber Sie sind noch nicht so weit, dass Sie so einfach wirklich jetzt hergehen, alles Stuxnet in der Atomkraftwerk versuchen zu hacken oder eine Produktionsstraße und so ähnliche Dinge mehr. Da sind Sie noch ein bisschen weiter weg, aber nicht mehr weit. Das wird der nächste Impuls der Hackerwelt sein, dass Sie nicht nur destruktiv sind, sondern auch aggressiv werden, indem Sie Systeme voll übernehmen und dann natürlich sehr großen Schaden anrichten. Wenn wir diese Risikopotenziale mal ein bisschen beleuchten. Was haben wir da für Quellen? Smart TVs. Man glaubt es kaum, aber die meisten IoT-Devices, die gar nicht wissen, dass sie IoT sind, weil sie nicht im Netz hängen, weil sie gekauft wurden als Fernsehgeräte. Plötzlich hängt man die hinein, weil es da eine Videothek gibt oder eine TV-Thek und auf einmal ist das Ding voll IoT im Netz. Mit vielleicht mal auch Kameras, die ungewollt Bilder senden, was man schon gehört hat, oder andere Dinge mehr. Also im Prinzip sind Smart TVs, das sind schon spezielle hier, aber auch diese können natürlich verwendet werden als Ziel oder als Quelle für Angriffe. Natürlich alle medizinischen Assistenzsysteme,
Erstens, die Dinge müssen lange halten. Zweitens, daraus folgt, sie sind oft alt. Und daraus folgt drittens, Security-Lücken. Und wenn man diese Systeme zu stark vernetzt, geht man Risiken ein. Spielkonsolen, sowieso klar, was da alles laufen kann. Die Weißware bezeichnet alle Küchengeräte, die man halt vielleicht auch hineinhängt. Was ja recht nett ist, aber mit Risiken verbunden ist. Das Mobile Phone. Also in der Richtung ist ein klarer Fall. Also zum Beispiel haben wir vor kurzem eine Präsentation gemacht, zeigen Sie mir Ihr Handy und ich sage, wo Sie die letzten Tage verbracht haben. Das Handy speichert das alles mit, welches WLAN Sie gesehen, das Handy gesehen hat in den letzten Wochen. Das können Sie auslesen. Da sind Sie gar kein richtiger Hacker. Also das heißt, das ist noch ein vorsichtiger Ansatz in die Risikogeschichten. Und natürlich, Smart-Metering haben wir erwähnt, die Webcams. Wenn Sie heutzutage suchen gehen im Internet nach offenen Webcams, kriegen Sie gleich einmal 1 Million Adressen geliefert. Und das ist natürlich nicht schön, wenn man dann irgendwo in ein Schlafzimmer hineinschauen kann und denen vielleicht auch erpressen kann, dass nicht seine Ehefrau ist. Zum Beispiel. Also da gibt es viele Potenziale, die wir noch überhaupt noch gar nicht wirklich erkennen. Und natürlich das, was man Thinkbots nennt, das zeige ich dann auch noch kurz. Gehen wir als Zwischenstufe einmal Angriffsgruppen klassifiziert. Gut, Produktion, Industrie 4.0, wissen wir die Situation. Früher waren das in sich geschlossen oft Regelkreise, die nicht aus dem Bereich hinausgegangen sind. Ich sage jetzt nicht LAN, weil LAN ist schon Restrisiko, sondern die waren wirklich extra physisch vernetzt. Aber auch da hat man gesehen, beim Stuxnet-Angriff, dann geht man halt über einen eingeschleusten Service-Rechner hinein ins LAN, auch wenn es völlig abgeschottet ist. Denen fällt immer was ein. Also da haben wir Restrisiken, die natürlich deutlich zunehmen, wenn die Situation mehr online wird. Logistik, allein der Handel. Sie können heutzutage mit der dynamischen Preisauszeichnung aller IoT die Preise im Sekundentakt im Regal verändern. Na, nette Geschichte. Das ist nichts über den Tankstellen, sondern da geht es im Sekundentakt im Kaufverhalten. Und natürlich die Seniorenthematik und generell der Konsumentenbereich. Ich habe vorhin erwähnt das Thema Thinkbot. Das ist genau so eine Situation. Es werden eine Vielzahl, so 1 Million Webcams zum Beispiel, verwendet, um plötzlich wo zuzugreifen. Und dann kann das hier ein böser Mensch sein, den ich nicht mag, oder auch eine Firma, die man abschalten will. Das nennt man dann eine Denial-of-Service-Attacke, verteilt aus den Webcams. Das ist der eine Angriff. Und der zweite natürlich, ich kann selbst natürlich von irgendwo die Kamera sowieso auch angreifen. Das ist nicht Illusion, das ist Realität. Hier zwei Beispiele. Das eine war der hier oben ein 400 Gigabit Angriff, 1. Juli vorigen Jahres. Hat man gedacht schon mal, das ist viel, 400 Gigabit pro Sekunde. Da muss man sich vorstellen, was das für Datenvolumen ist, was bei mir landet. Aber dann war es noch schlimmer. Dann ging es auf einen Herrn Krebs. Das war ein Blogger, ein Security-Blogger. Und den hat wahrscheinlich irgendein Hacker als lästig empfunden. Und der hat Folgeerscheinungen gehabt, hätte ich beinahe gesagt, denn der Provider hat den gekündigt. Denn was macht denn ein Provider, wenn er einen hat, der in seine Leitungen zunagelt? Na, der schmeißt den raus, also der kriegt keinen Account mehr bei mir. Weil der ist ja, der angegriffen wird. Er wurde dann von einem großen Konzern gerettet, mehr sage ich jetzt nicht dazu. Aber im Prinzip ging es da schon um die Giga in den Terabyte-Bereich hinein. Und wir haben jetzt schon das Potenzial von heute bis 1,5 Terabit pro Sekunde. Also wenn man wirklich jemanden nicht mag, kann man gezielt solche Angriffe starten. Und das ist nicht so kompliziert. So, das waren einmal die Potenziale. Was ist die Ursache? Ganz einfach, Unsecure Design. Und da gehe ich jetzt einen Schritt weiter, oder in die Vergangenheit eigentlich. Warum haben wir im Internet überhaupt Probleme? Weil es unsecure designed war. Wenn Sie wissen, wo auf welcher Schicht es bewegt, also nicht ganz korrekt, weil das ist ein KISA-Modell, aber sagen wir Schicht 3, ist die Adressierung. Und wenn wir auf der IP-Ebene gehen mit dem IPv4, das wurde nicht secure designed. Braucht man nicht. Was haben die Menschen gemacht? Sie haben ein Workaround programmiert. Witzigerweise war das Workaround die Idee von der Fortsetzung von der IPv6, nämlich das Protokoll IPsec. Wurde zurückentwickelt, muss man eigentlich sagen, und das Workaround unter IPv4 eingesetzt. Es kam zur Tunneltechnik. Und wenn man jetzt hochrechnet, das hat noch niemand gemacht, leider, was das an Schaden verursacht hat, echt in der Wirtschaft, diese Workarounds, weil das IP unsecure designed war.
die ganze Tunneltechnik, die ganzen Firewall mit NAT und, was ich da draufsetzen musste, um die Security nachzubauen, ist ein unbezifferbares Vermögen. Unsecure Design. Naja, und genau das ist unser Problem bei Internet of Things. Das ist vom Design her unsecure. Es gibt schon Ansätze, es gibt schon Produkte, die in der Richtung gehen, aber wir haben schon die Unsicheren draußen. So, das war mein kurzer Ausblick. Jetzt ein paar Aktivitäten. Es ist ja nicht so, dass nichts geschieht, Gott sei Dank. Und gehen wir in den Bereich hinein. Fangen wir mal an mit einer Geschichte aus Österreich. Auch relativ unbekannt. Wer kennt IGF? Wer kennt die IGF? Das sind sehr wenige. Also es gibt eigentlich ein Internet-Governance-Forum, angesiedelt am Bundeskanzleramt, das sich international mit allen solchen möglichen Fragen auseinandersetzen sollte, was Internet und Regulative betrifft. Wir haben ja mit der IoT Austria gemeinsam diesen IGF-Day gemacht auf der Wirtschaftskammer. Da haben die also IoT als Thema gehabt und wir haben den Preda hier gemacht. Aber das ist zu wenig bekannt. Aber es geschieht zumindest etwas und hier sollte eigentlich mehr geschehen. Und man sieht ja, da sind viele Begriffe dahinter, die eigentlich notwendig wären. Hoppala. Die notwendig wären, zurück. Ja. Die notwendig wären Rechenschaft, Verantwortung, Transparenz, Offenheit der Verwaltung, alles das, was wir als Verein auch fordern. Also das wäre eigentlich ein Ansatzpunkt, der mehr machen müsste. Aber Österreich ist leider sehr dividiert in viele Einzelaktivitäten und die zu koordinieren, wird ein Versuch sein. Das zweite Interessante war eine Geschichte, die auch relativ neu ist, nämlich das Projekt SITP Secure Internet of Things. Auch hier geschieht etwas international. Da haben sich drei Universitäten zusammengeschlossen. Michigan, Stanford und Berkeley. Also da versuchen sie halt in der Richtung etwas zu erreichen, gibt nette Publikationen. Das habe ich ein Beispiel hier unten hingeschrieben, weil es sehr interessant für die Theorie dann vielleicht auch ist. Wie gehe ich mit gering, Low-Cost, aber robust, in der Zufallszahlengenerator-Geschichte aus, denn Theoretiker wissen, Verschlüsselung und all die Geschichten basieren auf zufällig generierten Zahlen. Wenn da eine Nicht-Zufälligkeit drinnen ist, kann ich über den Trend angreifen. Und da gibt es Ansätze bis zur physikalischen Generierung über den Atomzerfall, zufällige Zahlen zu erzeugen. Das passt natürlich nicht ins IoT hinein. Ich brauche was Einfaches, Kleines, das ich auch jederzeit auf Chip-Ebene realisieren kann und trotzdem sicher ist. Und in der Richtung geht es natürlich auch noch weiter. Wie geht man dann vor in dem Projekt? Erstens, wie kann man so große Datenvolumina zusammenfassen? Wie schaut es mit der Security aus? Wie schaut es mit der Hardware aus, dass ich Dinge sicher generieren kann? So beschäftigen sich drei Universitäten jetzt intensiv in Amerika über das Thema. Warum in die Ferne schweifen, und das ist wieder mal typisch, wie schwach eigentlich die Information läuft, das kennen die allerwenigsten. Eine noch größere Gruppe, nämlich 10 Universitätsinstitute verschiedener Unis, arbeiten über Graz zusammen, über die TU Graz, die genau diese Thematik der Security sich auch gewidmet haben unter dem Professor Kai Römer, und der ist extrem aktiv, der betrachtet das aber sehr stark aus den Gefährdungen durch Strahlungsquereffekte und solche Dinge mehr, aber der ist recht aktiv und hat da auch einige Projekte laufen mit verlässliche, vernetzte Regelung, da geht es eher auf untere Ebene der Industrie 4.0 hin. Aber es geschieht dort auch etwas. Naja, wenn man in die Zukunft schaut, schauen wir ganz kurz in die Vergangenheit, 5 Tage ist es her, 5 Tage, das sich gegründet hat, ein IoT Cyber Security Allianz in den USA drüben. Interessant, wer da dahinter steckt. IBM, AT&T, Nokia, Palo Alto, Symantec. Also da stecken wirklich Renommierte dahinter und das zeigt auch wieder, dass natürlich auch Firewall-Hersteller sich damit auseinandersetzen, kräftig. Nicht nur Checkpoint oder Fortinet, sondern auch andere Firewall-Hersteller gehen in dieses Konsortium hinein. Also das heißt, den Leuten ist durchaus voll bewusst, dass sie ein Multilevel Protection brauchen, um also eine Sicherheit zu gewährleisten. Und hier ein kurzer Einblick, da bin ich dann später nochmal kurz damit beschäftigt, nämlich Business Continuity Management, schon erwähnt, erstmals auch, da gibt es Normen dafür. Die so um die 40, 50 Seiten haben, schön lesbar sind, nur kennt die fast niemand. Wenn man Normen heutzutage anspricht über Security, heißt ja, die 27.001er und die ganze Serie dahinter, die kennt man ja, die kennt man kaum. Also das heißt, es gibt durchaus auch höher angesiedelte
die mehr Weitblick in die Technologie hineinbringen. Jetzt kommen wir zu dem großen Schwesterproblem, Big Data. Eigentlich sollte man das gar nicht Big Data nennen, damit ist schon der Fehler Nummer 1 gemacht, sondern eigentlich Smart Data. Damit sollte man schon bewusst machen, dass das triviale Sammeln von Daten nicht sinnvoll ist. Auch ein Beispiel wieder von der OMV, wenn mir das so gefallen hat. Die haben da eine Fließbandproduktion von Blechen. Da haben sie 3000 kleine Sensoren früher gehabt. Da haben sie einmal am Tag die Temperatur gemessen. Nachdem das technisch jetzt funktioniert, machen sie das im Sekundentakt. Zeichnen das auf und übermitteln das an eine Zentrale. Man weiß ja nie, was man mal später damit anfangen will. Es könnte ja sein, dass irgendwas einmal passiert, dann kann ich vielleicht rekonstruieren, warum das war. Das sind zwei Welten, die aufeinanderstoßen. Und da sieht man auch, was das bedeutet an Volumina. Und da muss man damit wirklich auf Smart Data Technik versuchen, einen Zwischenweg zu gehen. Und damit sind wir natürlich beim nächsten Punkt. Was geschieht jetzt mit den Daten? Wenn Sie irgendwo so ein intelligentes System haben, das durchaus untereinander operiert, das kann also eine egal welche Einheit sein, ich denke an einen Hersteller, der 1500 Kaffeemaschinen weltweit verteilt, die jetzt alle ins IoT reinbringt, genial. Der kriegt sofort die Information, bitte schickt ihm eine E-Mail, er muss den Kaffeeautomaten putzen. Da hat er einen Kaffee verschüttet vermutlich, warum weiß er das? Weil normalerweise bis Mittag 50 Kaffees verbraucht worden sind und es ist keiner verbraucht worden, da muss was mit dem Automaten los sein. Egal was los ist. Und das kann man natürlich sehr schön, da kriegt man schon schöne ganze Datenmengen heraus und die dann in eine Zentrale zusammenlaufen und dann kann er natürlich auch sagen, Achtung, in einer halben Stunde nach meiner Berechnung geht die Kaffeebohne XY aus. Also schick wen hin, damit rechtzeitig nachgeführt wird. Also das sind Dinge, die durchaus interessant sind und auch ein Gewinn fürs Unternehmen darstellen. Nur ist die Frage natürlich, wo laufen die Daten hin? Nehmen wir wieder das Beispiel eines PKW, der im Netz hängt. Wem gehören die Daten, die dieses Fahrzeug produziert, die Bewegungsdaten? Die landen irgendwo da, nehmen wir München als Beispiel, landen da irgendwo in dieser Gegend. Wem gehören die Daten? Und was darf ich daraus an Information ziehen? Das heißt, wir müssen eigentlich ein bisschen, wenn wir IoT betrachten, die Welt anders anschauen. Im Augenblick ist es Sammeln ein Wunsch, es muss aber eher ein Vorselektieren passieren. Warum sind die Probleme gegeben? Erstens einmal haben wir Datenexposition, dann haben wir etwas, was ich nicht gewusst habe, dass man jahrzehntelang Daten vorhalten muss, per Gesetz bei gewissen Industrien. Das ist ganz schlimm, also Flugzeugbau, glaube ich, 30, 40 Jahre oder sowas, ist ganz eine schlimme Zeit, wo ich die Messdaten aufheben muss. Wenn ich jetzt zu viel hereinbekomme, wird das eine interessante Thematik. Also das sind so Geschichten. Und dann natürlich Erfassungszyklen und schön ist es natürlich, wenn ich die Industrie 4.0 und einer hat gesagt, die Definition von Industrie 4.0 ist eigentlich nur Losgröße 1, alles andere ist eine Folge daraus. Das heißt, ich kann individuell produzieren. Siehe Tesla. Und das sind natürlich Paradigmen-Shifts, genauso natürlich auch der Begriff Technologie wird immer noch sehr stark in den Vordergrund geschoben, gerade mit IoT-Devices wieder, aber die Information dahinter ist wichtig. Die Informationssicherheitsmanagementsysteme sind wichtig und das wird eigentlich noch nicht wirklich umgesetzt. Also da müsste man eigentlich mit diesem Thema Risikomanagement auch noch sehr viel hineinbringen. Und damit sind wir dann schon sehr weit gekommen. Denn wir sehen personenbezogene Daten, hier sieht man die Zahlen, wie es gilt und ganz wichtig, ich habe es unten hingeschrieben extra, keine Richtlinie wie bei der Datenvorspeicherung, sondern eine Verordnung. Das heißt, die EU gibt das vor und das Gesetz kann sich minimal anpassen, während bei der Richtlinien ist es eine volle Umsetzung im nationalen Recht. Und das heißt, hier werden einige, ich habe da einige schon gehört, die gesagt haben, na, jetzt warten wir einmal, was das Parlament macht. Das ist eine falsche Definition und da wird dann irgendwann der Schock kommen nächstes Jahr, wenn man zu spät sich mit dem Thema auseinandersetzt. Und das ist wiederum ein Thema, es betrifft auch kleinere KMUs, nicht nur die Konzerne, weil die haben eh meistens irgendeinen Compliance Manager, der sich darum kümmert und die schon diese Themen abhandeln. Ja, und damit sind wir natürlich dann in dem Bereich der Sicherheitsthematik, von der Perimeter Security müssen wir zur Edge Security übergehen, also da überlegen, was dort alles passieren kann.
Wunschgemäß wäre es natürlich interessant, wenn ich in meiner Systematik die Dinge einfach andocke, verschlüsselt an ein System, das sicher ist. Das sind so Ansätze, die man hineingeben könnte über solche Konzentratoransätze. Dann natürlich, wenn das System groß genug ist, kann man natürlich lokal durchaus auch Firewall-Features einbauen. Es ist ja nicht gesagt, dass das IoT immer ganz klein ist. Es kann ja auch eine höhere Möglichkeit dahinter haben. Und dann kommen wir natürlich zu den ganzen Themen, was macht IoT eigentlich so besonders? Und wenn wir das unter dem Gesichtspunkt Safety und Security uns anschauen, die Devices sind extrem unterschiedlich in den Leistungsfähigkeiten. Demzufolge auch muss man aufpassen, dass man dort zielgerichtet die Security unterbringt. Geografisch verteilter, sehr weit verteilter Einsatz mit Remote-Betrieb. Unterschiedlichste Netzwerkanbindungen. Dann was passiert natürlich, wenn das Netz ausfällt? Blöd wäre es, wenn das Auto dahin fährt und auf einmal hat es kein Netz mehr und fährt geradeaus weiter. Man kann nicht passieren, wird nicht passieren. Das heißt, ich brauche gewisse Prozesse und Applikationen, die lokal noch weiter funktionieren, wenn das Netz auch nicht da ist. Auch wenn es heißt, Cyber Physical Systems sind Realzeitsysteme. Ich muss mit so etwas immer rechnen und natürlich der Markt explodiert. Also wenn man heutzutage die Hersteller versucht zu katalogisieren, ist man ein armer Kerl. Und dann noch dazu die Schnittstellen dazu betrachten, ist ein weniger die physikalische Schnittstelle als die Protokollschnittstelle drüber. Also das zu machen, ist es sicher eine heiße Aufgabe. Die Bedrohungsmodelle werden völlig anders passieren, durch kreative Angreifer, um es so vorsichtig zu formulieren. Und das Schlimme daran ist, wenn irgendwo bei einem Buchhaltungssystem ein Crash passiert, ist es peinlich für die Betroffenen. Aber es ist kein direkter Schaden in der physikalischen Welt. Und das ist natürlich ganz, ganz heikel, was Versicherungen betrifft, was Schadenshöhen betrifft. Wer ist dann verantwortlich für den Schaden? Wer bezahlt für den Schaden? Das ist ein Thema, das noch unausdiskutiert ist eigentlich in Wahrheit. Es wird nur im Augenblick philosophisch diskutiert, wie muss das Auto fahren? Ist ein Kind dort oder meine zwei Herrchen, die im Auto sitzen, die ich fahre? Wer hat Vorrang, wen schütze ich jetzt? Das sind die philosophischen Spielereien, die fernab der Realität im Augenblick zwar sind, aber doch geführt werden, während das eher nicht so ausgedacht wird. Und dann natürlich die Fehlfunktion. Was kann zur Fehlfunktion führen? Das haben wir schon vor 30 Jahren gehabt. Sie können sich vielleicht erinnern, die ersten Tore, die automatisch auf und zu gehen, Flugzeug fliegt drüber und Tor geht auf. Das waren die ersten sehr, einfachen Beispiele. Aber das eskaliert durchaus, wenn man dann sehr viele einzelne Elemente hat, die sensibel sind. Und natürlich muss man die Sicherheitsklassen definieren, sehr schön granulieren, was kann ich und was muss ich machen im Bereich der Security. Und ich habe da einen schönen Begriff, die vier Dimensionen der Autorisierung. Das Device, die Connection, wie es angehängt ist, den User und die Application. Wir bewegen uns also in der vierten Dimension, um es so zu formulieren, wir brauchen eine wirklich gut abgebildete, strenge Identifikation angepasst an dieses Modell. Ich bin gestern verblüfft worden bei einem Vortrag, den ich gehört habe, hat einer gesagt, wir haben einen 4D-Drucker. Ich sage, wow, ich kenne einen 3D-Drucker. Was ist ein 4? Kennen Sie einen 4D-Drucker? Wer kennt den? Ein 4D-Drucker, hat er definiert, ist einer, der während des Entwickeln des Systems erkennt, welches Element, welches Material er für den Druck verwenden muss, damit er bei der Produktion dort keinen Bruch erzeugt. Also zum Beispiel erkennt er, dass eine Schraube, da muss er anderes Material nehmen als woanders. Die vierte Dimension ist die Materialentscheidung, was ihr im 3D-Druck verwendet. Also man lernt immer dazu in diesen Definitionen. Wollte ich nur erwähnen, dass es also die vierte Dimension nicht 3D-Dimension aufgestockt ist, sondern was anderes sein kann. Also das ist ganz wichtig. Und jetzt kommt natürlich ein Thema, was ich nur im Augenblick mit einer Folie bestücke, aber wie gesagt, zu allen den Themen könnte man ja Tage reden drüber. Aber das ist ein Thema für sich alleine. Amazon Web Services ist sehr stark mit der IoT im aktiven Job unterwegs. Die sind also ganz, ganz kräftig, auch mit den Tools, die sie haben. Und hier geht es vor allem auch darum, dass die dummen Devices gesichert werden und mit gesicherter Verbindung in der Cloud hängen. Und damit kann ich dort natürlich alles machen, was ich will, bis Big Data beliebig. Die Daten kosten dort ja nichts. Das heißt, das Ziel von Amazon in dem Bereich ist, die Internet of Things in ihre Cloud hineinzuhängen und dann dort weiter zu handeln. Ist ein netter Ansatz, da kann man sich das dann anschauen, auch wenn man dort nachschmöke, die haben sehr gute Informationen auch drauf liegen, wie sie sich das vorstellen und wie die Calls aufzusetzen sind und was Gott das alles. So, komme ich zum Abschlussthema, mache ich relativ kurz, damit Sie nicht
zu überfordert werden, Standards und Normen. In dem Bereich gibt es natürlich einmal das Thema Standards. Standards aus dem Bereich der Industrie, der Wirtschaft, beispielsweise die ganzen Internetstandards. Wir sind gewohnt in der Steinzeit mit Protokollen, also Koffer kennt noch kaum jemand von Ihnen. Kennen Sie den Begriff Koffer noch? Wer kennt, hat gekannt den Styrian-Koffer? Da gab es einen, der die Sprachenauswahl Deutsch, Englisch und Steirisch. Das war perfekt, das war das schönste Koffer zum Herzeigen, was wüst, genau in der Schrift, also wirklich fantastisch gemacht zum Lachen, aber jeder Ausländer hat gesagt, das verstehe ich nicht. Also das waren so der steirische Koffer. Das waren die Vorläufermodelle vom Web, dann natürlich FTP, klarerweise von Feldtransfer und Telnet, gezielterweise die unsichere Protokolle. Und da gibt es völlig neue Protokolle dahinter, wie zum Beispiel das MQTT für Messtechnologien, vielleicht hören wir dann nachher noch mehr in der Richtung, und das Extensible Messaging and Presence Protokoll, was eine Art von Messaging-Protokoll ist, wo man anbinden kann zu anderen Messaging-Systemen. Dann geht es natürlich auch bei den Applications noch weiter, Network, Physical und so weiter. Da gehe ich jetzt nicht in die Tiefe, nur damit Sie sehen, hier entwickelt sich was. Es geht weiter, es werden Protokolle standardisiert über die IETF, Internet Engineering Task Force, entstehen RFCs, es werden gewisse Protokolle definiert und Ports definiert und so geht es dahin. Es tut sich was. Also das sind die Standards, die aus diesem Bereich kommen. Im anderen Bereich, da haben wir nur die weitere Definition, wie das funktioniert, aber da gehe ich jetzt nicht in die Tiefe hinein. Dann gibt es natürlich die wirklichen Normen, die über Institutionen entstehen. Und da haben wir natürlich einige Beispiele von Austrian Standards in Österreich, DIN in Deutschland, dann gibt es die CEN, international gibt es die ISO und dann gibt es noch die NIST, die National Institute of Standardization, die hier aktiv unterwegs sind. Was hat das jetzt mit IoT zu tun? Ganz einfach, in dem Bereich gibt es auf der ISO-Ebene eine Working Group 10, die sich ausschließlich mit der Thematik IoT beschäftigt, wo man sehr interessante Dokumente und alles herausbekommt. Wie kommt man dort hinein? Über österreichischen Standard, indem man dort in einem Komitee und über eine Arbeitsgruppe hineingeht, Arbeitsgruppe Security und die Informationsverarbeitung als Komitee. Und dann kann man sich damit betätigen. Wenn Sie Fragen dazu haben, einer unserer Gäste ist heute Hönchen Nachbauer und er wird Sie gerne von der Austrian Standards informieren. Steh mal kurz auf, dass du da bist. Ja? Also wenn Sie Fragen zu dem haben, er ist sehr innovativ und sucht immer Leute, die kostenlos für ihn arbeiten. Ja, das ist natürlich bei dieser Normungsgeschichte der kleine Nachteil. Aber auch hier muss man eines dazu sagen, es sollten wirklich viele mitarbeiten. Weil ich erlebe das, ich bin da sehr aktiv dabei, in letzter Zeit erlebe ich es immer wieder. Sie haben, wie wir heute schon gehört haben, eine Dominanz von denen, die es sich leisten können, viele kostenlos bereitzustellen. Und damit ist eine Dominanz bei Normen, die aus Drafts entstehen, die diskutiert werden, ist natürlich Dominanz von denen gegeben, was man gar nicht will, weil ich will nicht, dass da eine Siemens-Norm entsteht, sondern, oder, entschuldige, dass ich Siemens gesagt habe, aber es liegt für alle großen Unternehmen. Und daher ist es gut, je mehr Mitarbeiter und jeder, der sich mit Security auseinandersetzt, bitte kontaktieren mich oder einen Nachbarn, wir können gerne mal darüber reden, wer mit Security intensiv was tun will und wirklich super Quellen bekommt, die man normalerweise nicht hat. Also das muss man schon auch dazu sagen, es ist ein Informationsvorsprung, den man damit bekommt. So, jetzt kriege ich eine Werbeetat von ihm. Kleine Anmerkung, der große Vorteil in Österreich ist ja, dass die Mitarbeiter Teilnahme der Norm nichts kostet. Das sind die deutschen Kollegen. Da kriegt es dann nicht als Kostbereich. Da zahlt man wirklich bis zu 2.500 Euro pro Jahr pro Gremium. Ohne Österreich kostet nichts. Ja, und dann müssen wir sehen, also gerade die Working Group 10, also mit den IoT-Thematik, ist sehr aktiv. Da haben wir zum Beispiel jetzt gesehen, dass sie auch erkannt haben, worum es geht und haben es vor wenigen Tagen rausgeschickt, was sie 2017 machen müssen und erkannt haben, dass es immer sehr, ein sehr schnell wachsendes System ist und dass man halt aufpassen muss, dass es richtig angesiedelt ist. Das ist ein Thema, was jetzt intern uns betrifft und dass also hier wirklich einiges an täglich kommen irgendwelche Informationen, die man überfliegen kann oder auch im Detail dann nachforschen kann. Das ist recht interessant. Und nur eine Auswahl jetzt, damit Sie auch dann vielleicht einen Überblick haben, wenn Sie mehr hören wollen, können wir durchaus später mal drüber reden. Da gibt es also eine kleine Zusammenstellung. Bekannterweise ist natürlich diese Serie ist bekannt unter den meisten, die mit Security zu tun haben. Hier unten ist es weniger bekannt, also die BCM-Normen. Und was IoT selbst betrifft, gibt es natürlich auch ein paar konkrete, ich habe vorhin schon das eine Protokoll erwähnt, das eigentlich über die IETF kommt, das ist ja das Interessante, aber dann in die Normung hineingerutscht ist.
Also es passiert durchaus, dass sie die wirklich einmal einig sind, dass, was hier geschieht. Ja, und dann haben wir natürlich dann noch so Dinge drinnen wie eigene Device-Control-Protokolle. Interessant ist die, wo man einmal die Definitionen drinnen hat, damit man weiß, wovon man redet. Das ist der Punkt. Und was ich also zum Abschluss hier sagen muss, auch aus Praxis in der Wirtschaft in dem Bereich, keine Angst vor Normen. Das ist etwas, was man immer hört, wenn man in Betrieb hineingeht, du willst mit Normen, das kostet viel Geld und bringt nichts. Das ist immer das Erste, was man hört. Und dann hört man halt so die Standardfehler, die Standarddinge, da hat einer ISO 9000 Zertifizierung machen wollen und draußen hat er eine Schneegeschaufel im Arbeitsmantel. Und in der Arbeitsplatzbeschreibung hat es den nicht gegeben, weil das ist einer von drin, wo der Schnee geschaufelt hat. Und dann hat er die Zertifizierung nicht gekriegt. Das sind so die Gerüchte, die man immer hört und die das Ganze etwas negativ toucht. Aber ich kann Sie beruhigen, es ist nicht ganz so. Und daher sage ich als Zitat in der Richtung, wenn man sich damit beschäftigt einmal, erkennt man, dass es nicht dumm ist. Dass sich da viele Gedanken gemacht haben in dem Bereich und daher eine Sammlung von Experten eigentlich projiziert wird. Das muss ja nicht nur die ÖNorm sein oder die aus den Standards oder die anderen ISO-Norm, das gilt ja auch für ITIL. Warum gibt es denn ITIL? Das war genau das, weil die in England nicht gewusst haben, wie sie im Falklandkrieg mit ihren eigenen Zulieferern umgehen. Weil die hat der Gegner dummerweise dieselben Waffen gehabt und in der Akademien wie sie selber. Und daher haben sie dann zusammengesammelt ein wirkliches Know-how, Konvolut und daraus einiges geschaffen, was dann ITIL V3 geworden ist. Also solche Sachen gibt es ja, das hat ja einen Sinn. Wenn mich jetzt einer fragt, soll ich mich ITIL V3 zum Experten zertifizieren lassen, sage ich nein. Warum nicht? Mit dem kann niemand mehr reden. Der redet in einer anderen Sprache. Also das heißt, man muss auch das Limit irgendwo erkennen, dass man sagt, okay, Normung ist gut, Standards ist gut, aber Maß und Ziel ist das Wesentliche dahinter. Ja, damit schließe ich langsam meinen Vortrag in der Thematik. IoT, Internet of Things, sagen manche, vielleicht ist das Internet of Threats, also das Internet der Bedrohungen. Und ich sage, es ist das Internet, okay, Bedrohungen, aber vor allem der Möglichkeiten, der Opportunities. Also das ist eigentlich der wichtigste Punkt. Und wie gesagt, wenn Sie hier mehr wissen wollen, schauen Sie auf die Internetseite. Dieses Thema gibt es in einem Ganztagesbereich noch einmal intensiver. Alle einzelnen Punkte in die Tiefe gemacht, falls Sie Interesse haben, so wie die IoT Austria machen, wie auch Veranstaltungen wir gehört haben. Also wenn Sie nachschauen auf der Homepage, finden Sie das dann dort. Gut, dann danke ich für die Aufmerksamkeit und ich bin selber schon gespannt, was wir jetzt von dir hören werden.